aufgefunden. Na, hab ich geschaut. Haben wir noch nicht. Das ist noch immer, das ist noch immer, das wollen wir ja so aufgefunden. Genau, ja, so ist auch aufgeschaut. Genau, richtig, da wollen wir sie aufgeschaut. Ja, dazu ist halt noch. Du musst jetzt die Rückkopplung verändern, dann machst du nichts. Wir befinden uns hier in der Jurte von Hans Brückler, Verein Gut Leben. Das ist eine Behindertenstation mit Tiertherapie. Und er hat sich da vor 3 Jahren, oder wie lange das war? 5 Jahre. Vor 5 Jahren hat er sich eine klassische mongolische Jurte gekauft. Und dann ist der Sturm gekommen, ein richtiger Orkan gekommen. Und der ist leider da reingefahren, hat die ganze Jurte umgedreht, weggehoben, war viel kaputt und wir haben das erneuern müssen, das Ganze. Und ich habe es dann nach meinen Erkenntnissen, Methoden so erneuert, dass sie eben jetzt eine winterfeste Jurte ist. Es ist innen alles noch mit Filz, der Filz, den haben wir gelassen, wie er original ist, aber wir haben außen rundherum 8 cm, also auf der Seite 8 cm Hanf und dann oben 10 cm Hanfdämmplatten drinnen und oben mit Hinterlüftung. Und das Scherengitter ist auch nicht mehr original, das hat es auch ziemlich zerlegt. Das haben wir auch gemacht aus einfachen Latten. Aber das ist nämlich, das Ganze ist original. Und dann die Kuppel haben wir auch extra gemacht. Das war auch noch vor der Zeit, bevor ich die aufblasbaren Kuppeln gemacht habe. Ja, und Hans, jetzt, wie geht's dir da mit den Menschen, mit den Behinderten? Wie geht's dir da mit den anderen Leuten? Hast du für Erfahrungen inzwischen gemacht? In dieser Jurte, mit der Jurte und ja. Darum? Zuerst einmal wegen dem, dass die Jurte kaputt gegangen ist, da waren wir schon selber schuld. Es war, der Wind ist unter die Plane reingefahren, das war ein bisschen abgedeckt, weil der Schnee hat doch immer wieder Schäden verursacht und da haben wir zu wenig verankert, die Plane. Jetzt ist das eigentlich, in der Mongolei würde sowas nicht, also die original mongolische Jurte würde nicht so kaputt gehen. Nein. Ich glaube, die Jurte ist der Mittelpunkt bei Gut Leben. Ich könnte mir eigentlich nicht mehr vorstellen, ohne diese Jurte. Wir haben da drinnen Seminare, wir arbeiten jeden Tag mit Jugendlichen da, die, wenn es Regenwetter ist, sind wir drinnen. Wir haben sogar unsere Tiere, also es ist ab und zu ein Schaf drinnen, ab und zu ein Esel. Und in der Tiertherapie kann man da drinnen sehr wohl auch mit Tieren was machen, auch wenn es einmal draußen nicht so schön ist. Die Jurte ist zuerst uns gar nicht so bewusst gewesen, sie bringt einfach Ruhe. Ich glaube, der Schaf, der Filz, das Runde, die ganze Atmosphäre da drinnen ist einfach so, dass ich sagen kann, es bringt Ruhe und wir haben wirklich Leute da, die sehr nervös sind, wenn die kommen. Wir müssen wirklich mal runterbringen. In kurzer Zeit, wir sind oft nur 2-3 Stunden da, in kurzer Zeit sind die wirklich wieder auf ein Level, wo man sagen kann, man kann mit denen arbeiten. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Ich kann nur sagen, die Jurte ist unser Heiligtum eigentlich. Das ist sowas Tolles. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit besonders schwierigen Klienten, also mit Jugendlichen oder so, die spezielle Betreuung brauchen? Wie sind die in der Jurte? Ja, wir haben einen Autisten seit 5 Jahren da. Der kommt, wird mit dem Auto hergeführt, kommt oft wirklich in einen Zustand, wo im Auto er schlägt um sich. In wirklich kurzer Zeit, Viertelstunde, halbe Stunde, wenn man drinnen ist, sitzt er an einem Eck und entspannt sich. Es ist einfach für diese Leute, auch für behinderte Menschen oder vor allem für so, wenn sie Autismus oder was haben, die sind einfach gut aufgehoben bei uns in der Jurte. Also meinst du, hast die Jurte, die Atmosphäre hier so einen starken psychischen Einfluss auf die Menschen? Genau. Also das ist ja schon beachtlich. Ja. Nicht? Das, im Normalfall spürt man das auch, es ist eine andere Atmosphäre. Ja. Aber dass es wirklich auf Behinderte, die ja jetzt da keine
kortikale Voreinstimmung etwas haben, ja, dass die so stark reagieren drauf, das ist ja doch eigentlich sensationell. Es ist so, die Menschen, aber wiederum auch die Tiere, wenn ich mein Tier offen habe und die Tür ist im Sommer offen, dann kommen die Tiere auch rein. Also es muss ein Anziehungspunkt sein, ein ganz guter Kraftplatz. Ja. Ja, genau. Und das zeigt sich hier in ganz besonderem Ausmaß. Ja, das ist das Wunder der runden Räume und dieser besonderen Konstruktion. Du hast auch gesagt, es kommen Vereine rein und so weiter. Und die sitzen dann bis 4 Uhr in der Früh. Ja, wir haben vor kurzem, wir kriegen immer Unterstützung von Sportvereinen oder von anderen Fußballvereinen, die was einfach sagen wollen, wie kann man dir helfen, weil die Behindertenarbeit ist einfach nicht so gut, finanziell stehen wir nicht so gut da. Dann kommen die und ich sage, ich grill euch was und da habt ihr einen Wein noch dazu und die zahlen mir einen gewissen Betrag. Das letzte Mal, das war erst vor 3 Wochen, kommt der Sportverein, 30 Personen, wir haben da ein bisschen Tisch reingestellt und die sitzen da von 4 Uhr Nachmittag bis 4 Uhr in der Früh und sagen, wir gehen nicht heim, das ist so angenehm da. Es ist so wirklich, ich sage einfach, der, was da drinnen ist, will nicht mehr gehen, das ist so. Ja, und es wird also wirklich viel gebraucht, dafür beansprucht. Ja, wir haben es jeden Tag eigentlich in Gebrauch. Es ist fast jeden Tag, wir erinnern, wir essen da drinnen, auch mit unseren behinderten Menschen. Wenn am Abend niemand mehr da ist, dann bin ich alleinigerinnen. Ich entspanne mich, ich hole mir meine Kraft eigentlich da in der Jurte. Was in letzter Zeit ist, ganz was Tolles, ich habe Harmonika gespielt jetzt, seit einem Jahr spiele ich Harmonika und da drinnen ist einfach mein Harmonika Trainingsplatz oder ja, da tue ich einfach Proben. Ja, das ist gut, ne? Und da oft um 10 Uhr am Abend sitze ich da und spüre halt noch eine halbe Stunde und dann da entspanne ich mich eigentlich am besten in der Jurte. Sehr gut. Ja. Vielleicht nur der Umbau, wie du das uns da gemacht hast, das war einfach notwendig, weil wir haben vorher immer wieder Probleme gehabt im Winter. Ja, es ist einfach die Jurte in der Mongolei, fast kein Regen. Ja. Bei uns regnet es jeden zweiten Tag. Ja. Jetzt haben wir einfach, wir müssen schauen, wie können wir das machen. Und du hast uns wirklich sehr gut unterstützt. Und außen ist besser abgedichtet. Und wir haben eigentlich momentan wirklich kein Problem, dass irgendwo ein Regen durchkommt. Super. Wir sitzen darin und wenn der Sturm geht, wenn es schneit, wenn es regnet. Und das ist einfach, man geht gar nicht gern raus da.